Meine Freunde, es ist gepflegt Let's Plays und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Ich sehe gerade Next Update 5 Days. War dieses Bild hier vorher auch schon von diesem schattenhaften Kerl mit der Axt? Wie hieß denn der Kerl? Ah, wir können Continue drücken, weiß gar nicht. Professor? Nee, wie hieß denn der? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was denn kommen wird. Weil es sind ja immer Content Patches, heißt, da kommt mehr Material rein. Und Mega Skywalker hat den Tipp, den Hinweis gegeben, dass man diese Sachen eventuell ja wieder mit einem Hammer abbauen kann. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Weiß ja auch nicht. Er hat das Spiel, glaube ich, nicht. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee, weil wir können ja kurz hingehen. Das heißt, wir haben eh nicht genug. Werkzeuge. Was steht denn beim Hammer? Deconstruct Structures. Ja, dann schätze ich mal, dann wird das wohl gehen. So. Aber wir werden jetzt... Weiß noch nicht, was wir jetzt machen werden. Wir brauchen definitiv Nahrung. Und wir haben keine Nahrung. Den gehen wir mal auf die andere Insel. Gucken da, ob wir da mal kurz schnell was finden. Die übrigen Sachen zum Werkzeug herstellen haben wir auch dabei. Heißt, das sollte wohl irgendwie schon was werden. Gras können wir auch immer mitnehmen. Für einen Speer, weil ich will nur einen Speer herstellen. Hier, Spear. Und eventuell auch einen Locksuit. Mal sehen. Aber es kommt alles noch. Was ist denn das da oben? Das ist ein Stein. Hier haben wir schon mal ein Spinnnetz und da mal ein Goldklumpe. Oh, drei Spinnennester. Oh, und da haben wir das große Vieh mit dem riesigen Auge. Boah. Das scheint keine sehr freundliche Insel zu sein. Nehmen wir kurz mal alles mit. Plupp. Gehen wir mal weiter ins Landesinnere. Weil ich bezweifle, dass hier einfach mal so Berry Bushes wachsen werden. Sondern eher hier so in solchen Gebieten. Da vorne ist auch schon Gras. Dann hauen wir jetzt hier mal die Schaufel rein. I've got to dig, 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 dig. In a world which is so big, 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 big. Okay. Hier haben wir Saplings. Die können wir ja gleich mit ausgraben. So Panik, dass wir verhungern werden. Das wäre so scheiße. Das wäre so mega scheiße. Neue Schaufel. Könnte man sagen, ja, mach doch Fallen und hol die Hasen. Ja, wenn das so simpel wäre. Ohne Gras. Deswegen sammle ich ja hier schon die ganze Zeit Gras. Ich kann halt im Augenblick nur hoffen, dass es irgendwie aufgeht. Die sehe ich auch keine... Da könnte ein Berry Bush sein. Schnell hin da. Was? In da? Nein. Hin da. Da ist ein Berry Bush. Da ist ein Berry Bush. Weil ich mich auch frage, wie lange es dauert, bis an so einem Berry Bush mal was wächst. Weil wir sind bei Tag 5 und haben seitdem so circa da schon unsere Beerenbüsche stehen. Und da ist noch nichts gewachsen. Okay. Okay. Da mal ein Ei. Ich glaube, das findet der Kerl nicht so cool. Ich glaube, das findet der ganz und gar nicht cool. Lauft. Lauft, lauft, lauft. Lana, lauft. Eat. Dies kann man auf jeden Fall essen. Ist doch auch schon mal gut. Oh, so viele Spinnennester. Ich glaube, er kommt uns nicht mehr hinterher. Dann können wir hier mal ein bisschen Stein farmen. Dorfgold hoffen für Research. Ja, sehr schön. Hier mal Spinnen. Das bringt uns nichts. Suchen noch einen Stein. Da oben sollte nämlich auch ein Stein sein. Genau. Und da haben wir nochmal Beeren. Und da ist noch so ein riesiges Vieh. So, pick up seeds. Und zurück, weil wir haben auch nur 55 Leben, Hunger. 54. Uhuhuhu, 83. Uhuhuhu, hehehehe. Weiß das Grüne, dass wir uns irgendwas herstellen können? Wir können uns Speer herstellen. Cool. Das ist, wenn das hier immer grün unterlegt ist, heißt es also, wir können uns was herstellen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wir werden jetzt
erstmal hier rangehen. Dann werden wir nochmal hier rangehen. Dann werde ich mal was ausprobieren. Na, das Eck werde ich mir braten. Zweig, ein Topf. So, haben wir denn Holz für die Nacht? Nicht viel. Ist natürlich suboptimal, werden wir aber auch noch hinbekommen. So, das pflanzt du mal bitte an, danke. Gras haben wir auch so wenig gepflanzt. Nicht drop, willst du das pflanzen? Plant, plant, pick up seeds. Kannst du mal hier bitte ein Stück nach unten gehen, danke. Hier plant. Hier plant. Ja, so viel Platz haben wir hier halt nicht. Wir haben jetzt also ein Ei, das können wir essen. Das ist schon mal cool. Harvest Crockpot. Fruit Medley. Oh. Sehr gut. So, das werden wir hier jetzt erstmal storen. Dann werden wir hier Research machen. Research, Research, Research. Research, Research, Research. Papyrus brauchen wir nicht. Strawhead brauchen wir nicht. Den Hammer werden wir uns mal machen. Genau. Zwei Ropes braucht man dafür. Für Ropes brauchte man viel Gras. Kackies. So, Holz will ich mir aber trotzdem nochmal kurz holen, bevor es Nacht wird. Damit wir wirklich genügend haben. Flup, 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 flup. Ja, komm schon, tu es, trau dich. Wo ist denn mal die beiden noch ausgraben? Wir können uns auch eigentlich auch Charcoal holen. Hole. Aber naja, jetzt sehe ich schon Nacht und jetzt sollten wir auch genügend Holz haben, also ist das ja Wumpy. Beziehungsweise ist noch nicht ganz Nacht, aber es ist ja schon fast Nacht. So, plant. Plant. Dam, badam, badam, badam. Dann können wir gleich hier feuern. Das werden wir alles mitnehmen. Moment. Das sollen wir hier noch einlegen, das müssen wir ja nicht immer mitschleppen. 1, 2, 3, 4, 5. Guck. Kriegen wir dann ein Omelette oder sowas raus? Fried Tallbird Egg. Okay. Guck. Guck. Und guck. So, dann werde ich mal gucken, wie viel das bringt. Wir haben jetzt 53. 40. Das ist ja krass. Hier sind irgendwo Spinnen. Ich höre zumindest Spinnen. So, dann brauchen wir für zwei Gras. Haben wir hier noch zwei Gras drin? Sollten wir eigentlich. Genau. Dann machen wir uns mal so einen Speer. Das geht auch kaputt, logischerweise. Schade. Ja, zu essen haben wir auch noch. Us. Attack. Das geht ja schnell mit dem Ding. Das finde ich ja mal ultra cool. Und wir haben jetzt erstmal Silk bekommen. Und jetzt haben wir Spinnenleichen. Wo ist denn hier ein Spinnennest? Da. Okay. So, wir haben Silk. It comes from a spider's butt. Schön, dass du uns das nochmal sagen musst. Können wir denn irgendwas schon mit Silk herstellen? Ja. Alchemie-Matching dauert auch noch ordentlich, bis wir die herstellen können. Crockpot, nö. Nee. Bird Trap. Brauchen wir noch drei Stück für. Das sollte auch nicht so das Problem sein. Und Catch Bugs, Bugnet. Weil ich hier noch nie Bugs gesehen habe, bin ich hier gerade mal Augen. Also Käfer. Sehr mystery strange. Monster Meat. Können wir das auch kochen? Jetzt irgendwie noch so ein Samen und. Ne, sind schon verarbeitet. Kann man das mit Flint kochen? Also man muss immer vier Plätze gefüllt haben, okay. So, ganz schlecht tue ich das Ding noch nicht durch. Ja, wir warten jetzt kurz, bis es Tag wird. Dann gehen wir mal nach oben und hauen uns mit den Viechern da. Weil den können wir uns bald mit Bird Trap machen. Aber wir brauchen nur ganz wenig Zweige. Ist cool. Hey, wie lange dauert das denn, bis die Tramas wächst? Vielleicht mal Kuhdung oder sowas haben. Wie viel haben wir? 80?
8. Na, es gibt noch 8 Punkte. Können wir nochmal drauf anhauen. Na, Kätzchen, alles okay. Ja, Essen ist hier echt irgendwie eine schwierige Angelegenheit. Aber das werden wir auch schon alles noch schaffen, irgendwie. Hoffe ich. Nice and comfy. So, Sapling, die wir uns holen können und dann da oben anpflanzen können. Wobei es auch nicht relevant, weil es echt nah dran ist. Was haben wir denn so in der Chest drin? Eine Torch. Was? Können wir uns davon was herstellen? Eine Locksuit oder was? Nee. Noch ein Speer, okay. Cut Stone können wir uns nochmal herstellen, aber das brauchen wir alles im Augenblick nicht so wirklich. Wie Alchemy Matching haben wir genug Steine, bräuchten wir halt noch Bretter und Gold. Aber wir haben gerade eh nicht wirklich was zum Researchen. Harvest Crockpot, was haben wir denn jetzt Schönes bekommen? Meaty Stew. Okay. Das behalten wir erstmal. Und es wird eh gleich Tag. Dum, 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 dum. Na, 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 na. Na, 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 na. Crockpot. Okay. Das ist Tag, den nehmen wir jetzt zu den Spinnen. Auch wenn da jetzt eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir voll auf den Sack bekommen. Aber irgendwann müssen wir uns dem mal stellen. So. Oh. So, einen haben wir. Oh. Okay, wenn sie angreifen, das sieht man eigentlich relativ deutlich. Genau, sieht denn so aus? Nein! Weg, 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 weg. So. Weil dann kriegen wir ein bisschen Meat, das können wir ja immer essen, das ist ja cool. So, ich attacke das Ding nochmal. Kommen dann wieder welche raus? Oh ja, da kommen wieder welche raus. Okay, wenn man sie angreift, greifen sie nicht zurück an. Das unterbricht mehr oder weniger deren Attacke. Wow. So, schlachten wir die Viecher einfach mal. Wieder das Zilt bekommen. Mal Monster Meat. Dann hauen wir uns das mal rein. Oh, sehr schön. Wie viel hält das Ding eigentlich aus? So, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Aua, aua, aua. Attacke. Einmal probiere ich es jetzt noch. Oh, wir kriegen also so viel Fleisch für. Ah. Anscheinend kommt da jetzt nichts mehr raus. Jetzt können wir es bestimmt kaputt machen. Oder unser Speer geht irgendwann kaputt. Das kann natürlich auch sein. Bei einem muss das Ding noch kaputt kriegen, oder nicht? Oder? Ah. Cool. Spider Eggs. Können wir bestimmt jetzt irgendwo hinplanten, damit da neue Spider kommen.